Hallöchen und willkommen zurück zu Pokémon Weiß. Wir begeben uns natürlich gleich südlich, Bell, südlich, ne? Südlich. Südlich, Bell. Ja. Ne? Also wir gehen südlich, hier also oben noch was gucken. Ja, da war was, ne, Bell? Nicht der schon wieder. Du, Uschi Herz? Oh Mann, südlich. Südlich. Oh. Uschi Herz. Und du bist auch hier, Bell. Wie schön. Mein Name ist Eva Nishi. Meine Tochter hat euch der Gerät gegeben. Na, ich hab's gemerkt, guck mal. Guten Tag. Wir sind Professor Ishi sehr dankbar. Dank ihr konnten wir diese Reise überhaupt erst machen und so viel dabei lernen. Ja. Ja, es freut mich sehr, das zu hören. Aber unterhalten können wir uns später. Uschi Herz, Bell. Ich erkläre so die Lage. Eine große Anzahl Schergen von Ziplasma hat die Außenmauer des Turms durchbrochen. Und ihn so betreten. Und Sandro und dieser Junge, Sharon, diese beiden sind ihm das mal gefolgt. Professor, was genau ist die Drachenstiege? Oh nein. Oh nein. Er blüht schon auf. Also gut, ich will es dir sagen. Dieser erhabene Turm stand schon lange bevor es die Einheit gibt. Und ganz oben wartet das legendäre Drachen-Pokémon auf den Menschen, der nach der Wirklichkeit strebt. Und habt ihr jetzt vielleicht auch vor, Team Plasma zu verfolgen? Ich hoffe nur, dass durch eine Konfrontation nicht alles noch schlimmer wird. Keine Sorge, Uschi Herz und Sharon sind super stark und haben Team Plasma schon mal besiegt. Und was mich betrifft, also ich bin nicht wirklich stark. Das Beste wäre, wenn ich hier bleibe und auf sie aufpasse. Hm. Das wäre prima. Ich fühle mich schon viel sicherer. Also dann, Uschi Herz. Ist ja bestimmt nicht ganz einfach, aber bahne den Weg nach oben. Mehr als das habe ich leider nicht, aber besser als nichts. Wow! Eine Spezialität! Vielleicht ist es ja Tier und Fisch? Ich frage mich wirklich, was Team Plasma bezweckt. Ja, ich lasse euch beiden mal allein, aber geht ins Gebüsch, ja? Gut. Oh Gott. Vor allem, er fühlt sich total sicher, ne? Dadurch, dass sie jetzt bei ihm ist. Sie hat auch so ein schlagfertiges Argument, in dem sie gesagt hat, sie ist nicht wirklich stark. Ich möchte auch nochmal betonen, dass der Power Ranger... Mach mal einen Spinner. Der Power Ranger und Sharon hier durchgerannt sind, ohne zu kämpfen. Das müssen wir wieder. Ja. Oh, oh, nee, ja. Doch nicht. Oh. Der Arena, der hat sich vorhin nach oben. Ja, ne? Plöp, plöp. Okay. Ach, das war das hier, okay. Gab's echt so einen komischen Turm? Oh, Tatsache. Hi! Ist nicht ein Monster, ey. Schade. Sieht gar nicht so ein Pokémon aus. Das aber das hier, ja? Das wird aus dem 8. Arena. Im 8. Arena, weißt du? Am besten Deutsch und wirklich, weißt du? Das wird uns in der 8. Arena auf jeden Fall begegnen. Dieses Viech. Das ist ekelhaft, da gucke ich auch nicht hin, wie bei der Spinne. Mach ich genauso wie der Arena-Leiter von eben. Reckst du die Hand aus, weiche von mir. Mhm. Oh, was ist hier los? Es wackelt alles, okay. Hä? Das klingt ja so, als würde irgendwas ganz oben im Turm toben. Sie kann reden! Sie kann reden! Och nö. Uschi Herz. Die Umgestürzten sollen hier können auch als Weg dienen. Also ich folge dann mal Team Plasma, ne? Das ging doch jetzt. Das ging doch. Ja, aber trotzdem allein seine Präsenz, weißt du? Flam, flam. Ja. Wie kommen wir dann im Pokéball auf diese einen Säule? Wie, ich muss die Stärke einsetzen. Ich habe Stärke gar nicht im Repertoire. Doch, wir haben es dabei. Ja, oh. Aber das kann eigentlich unser... nicht, ne? Nee, das konnte, glaube ich, unser hier... Nee, Zerschneider konnte unser... Viech. Hm. Aber klappt auch so. Wie gesagt, ich hätte Stärke jetzt auch spontan nicht so... Sternstaub, schon wieder. Schon wieder. Klasse. Da rein. Und jetzt die epische Treppe hier hoch. Hm, ja, war doch nicht ganz so episch. Hep. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier irgendwo war ein Pokéball hinten auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Jo, klasse. Wir finden's doch. Ein Leuchtstein. Aber auch hier guckt ihr mal an, wie tief dieser Turm nach unten geht. Und dann springt sie mal eben solche kleinen Steinchen da entlang. Ja, das ist kein Problem.
Es wäre gerade sehr hilfreich, wenn du nochmal in Erfahrung bringen könntest, wo nochmal dieser Dunkelstein war. Nö, also so schon mal gar nicht. Wenn du ihn nicht Finsterstein nennst, dann bringe ich das auch nicht in Erfahrung. Okay, nee. Finsterstein nee. Natürlich. Ja, ich guck mal. So, ich schau mal. Oh ja, geht der Party ab, yo. Da geht die Party ab, Junge. Oh, she is. Ich werde sie aufhalten. Los, geh vor. Yeah. Ja. Alles halb so wild, Mann. Aber mit so vielen von denen habe ich auch nicht gerechnet. Echt ätzend. Was ist mit euch, yo? Dieses lästige Girl, yo. Okay. Jo. Ja, dann. Ab in den Kamm! So. Was den Finsterstand angeht. Jetzt hat sich's ausgedidelt. Okay. Finsterstein, Route 10 von einem Mann nach einer Brücke oder Panearo-Höhle in der nordöstlichen Ecke im dritten Stock. Ah, okay. Nee, ich denke mal, wir wären dann eher auf Route 10, dem Mann, ne? Ja. Elektronetz. Spinner. Ja, setzt die Ratte ein in der Quote. Elektroball. Kaputt. Unser Käfer-Pokémon wird noch für die Pokémon-Liga hier ganz wichtig. Nur mal so. Du sollst nicht immer spoilern, ey. Das Spiel ist doch gerade erst auf den Markt gekommen. Stimmt, Steiner, ey. Wir müssen uns beeilen. Sonst verlieren Sharon und der Power Ranger noch und wir müssen uns gegen alle kämpfen. Ja, weißt du, wir haben den einen schon hinter uns gelassen, die stehen immer noch bei den einen da. Ja, die haben halt alle 6 Pokémon. Nur unsere nicht. Denn unsere haben ein paar Pokémon abgegeben, damit die anderen 6 haben. Kuckmada. Ach, wie heißt das gar nicht mehr? Kuckmada, guck mal einer an. Kuckmada, hat sich die Ratte mal genau, schnell in einen. Ja, hat sich die Ratte mal schnell in ein Katzenkostüm gezwängt. Ja klar. Hauptsache, er sagt aber nochmal Ratte, um mich irgendwie doch noch fertig zu machen. Ich möchte mal sehen, was Ampelleuchte bringt. Stirb auf jeden Fall. Den Tod. Jo. Tod ist immer gut. Also, gegnerischer Tod. Tod ist immer gut, finde ich auch. Tod ist immer gut. So meine ich das. Thumbs up. Und yeah, und bam. Bam, bam, yeah. Bam, bam. Oh yeah. Oh yeah. It's rock and roll, baby. Yo. Moment, das ist die normale Kampfmusik. Wir sind hier, wir kämpfen gegen Team Plasma, das musst du bedenken. Din, 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 din. Sehr schön. Opfer ist tot, yo. Ja, was macht der jetzt? Opfer, jetzt bist du tot, jetzt ertönt deine Musik nicht mehr, Junge, ey. Du bist jetzt voll und yo. Tim. Yo. Da steht nicht mehr daran so lustig. Warum sollen wir lachen, ne? Nein! Spinner! Nein! Ja, Busch. Jetzt wird Zeit, Busch. Du musst es zu Ende bringen. Grasmixer, yo. Ja, ich bin von royaler Blut. Ich werde es aber trotzdem. Ich bin von royaler Blut. Der Blut. Royalem. Habe ich diesmal aber auch wirklich gesagt.
Hab ich diesmal auch wirklich gesagt. Kaputt, Junge. Opfer. Kaputt, Junge. Opfer. Naja. Hoch, rennen und nach rechts und noch ein Kampf. Jetzt, da du die Grafik erreicht hast, darfst du schon mal auf eine Niederlage gegen mich einstellen, dich. Ich setze einfach Handbaggerei jetzt ein. Und überhöre. Okay. Mensch, unglaublich, ey. Und überhöre. Hättest du Busch eingesetzt, hättest du das natürlich nicht überhört. Nee. Also, Steinhagel. Nee, ich kann jetzt nicht zurückhalten. Erstmal verdau. Ja. Kaputt. Surokex. Aha. Okay. Das ist Steiner. Jo. Erdbeben. Wackel, 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 dackel. Wackel, dackel. Wie witzig. Und Rokeimer. Halt die typischen Pokémon von Team. Hab ich Angst. Check ich nicht, dass unser Ding kein Bedrohung hat. Ja, ist bedrohlich genug, ne? Eben, schaut aus wie ein eiskalter, gesuchter Serienmörder. Nein, das finde ich jetzt nicht. Ich finde, der sieht eher aus, mit dem man so einen Kaffeekränzchen halten kann. Genau, ja. Absolut. Also... Pokémon. Unser Unbuggerer ist wirklich ein Gentleman. Mit ihm kann man ein wirklich britisches Tea- und Fish-Dinner haben. Ja. Pokebälle! Wuhu! Aber ich finde, das ist schon eine komische Ebene hier. Einfach mal so, Alle Ebenen sind strange, weil man überall runterfallen kann. Ich verstehe das immer noch nicht. Aber hier haben sie bestimmt das einfach nur gemacht, damit wir alle sagen, was eine Grafik. Ich meine, das ist ja einzigartig, also das erste Mal auch wirklich, dass sowas geschehen ist hier. Jupp. Mit sowas Epischem. Ja. Wand. Ich muss gegen die Wand laufen. Irgendwann komme ich da schon durch. Hep. Wow, die Kamera dreht sich tatsächlich mit. Das ist einzigartig. Das hat so noch nie gegeben. Yo. Yo, Bro. So, einmal hier lang. Und dann ab nach oben. War das nicht sogar die letzte Ebene jetzt hier? Ja, definitiv. Ja. Definitiv die letzte Ebene, jo. Da kommen noch ein paar Gestalten auf uns zu. Ruhe. Ruhe. Sie scheint da oben wie wild zu toben. Sie hat wieder gesprochen, oh mein Gott. Sie blüht auf, Kevin. Ja, sie blüht auf. Sie ist nicht mehr so schüchtern wie damals. Ja, sie wird warm langsam. Langsam denkt sie sich, oh, das Sprechen macht Spaß. Endlich ist es so. Seine Majestät. N. Wie zum Helden. Mach's dann noch langsamer. Unglaublich. Jemand das tatsächlich bisher geschafft. Los, für seine Majestät. Für N. Halte dieses Girl auf! Hilfi! Wer nicht zu Team Plasma gehört, ist unser Feind. Feinde werden mit aller Härte bekämpft. Komm, sei böse. You're either Team Plasma or you're against us. Aber die Szene fand ich hier ganz lustig eigentlich, wo er echt umstellt wird, so gegen alle vier kämpfen muss. Mhm. Und ich glaube, man muss dann nochmal gegen Flavius, wenn ich jetzt richtig denke. Dann weißt du, wenn die schlau wären, ne, dann würden sie einfach alle gleichzeitig ihr Pokémon releasen und auf eins von uns schicken. Aber nee, die denken sich so, wir sind Team Plasma, wir sind Kriminelle, aber wir halten uns an die internationalen Regeln des Pokémon-Verbandes, genau. Dass man nur mit einem Pokémon antreten kann gegen einen Pokémon. War eine schwache Attacke, die hat glaube ich nichts gemacht, oder? Die hat gar nichts gebracht, die hat irgendwie Angriff oder so gesteigert, ja, also Bullshit. Aber wir gehen auf vollen Angriff, ohne Angriff zu steigern. Ah ja, aber gut, die müssen aufpassen, ne? Das ist natürlich ein internationaler Beauftragter des, Pokémon-Verbandes auf dem Ecke. Ja. Genau. Da kommen dann so, ja, sie sind zwar Kriminelle, dagegen kann ich leider nichts machen, aber wogegen ich was machen kann, sie haben zwei Pokémon gegen eins eingesetzt. Das geht so nicht. Nee, also, ich muss sie leider festnehmen. Ich muss jetzt eine Verwarnung aussprechen. Ich nehme ihnen ihre Ansprachepunkte weg.
Genau. Das wäre für die echt eine Katastrophe, weil die viel labern, ne? Ja, auf jeden Fall. Di-li-li-li-li. Di-li-li-li-li-li. Jetzt macht er selbst. Aber gut, an die hätten die eh bestimmt nur so viele Pokémon, wie wir momentan haben. Von daher wäre es dann immer noch fair. Bitte? Ich sagte, an die haben die bestimmt eh nur so viele Pokémon, wie wir gerade haben. Von daher wäre es fair. Kaputt. Anbaggerer müht richtig auf. Ha, freut mich das. Ja, genau, jetzt kommst du. Der letzte. Ha, ich werde ihn besiegen. Ja, Patrick ist gerade AFK, er kann da nichts für, also Ja, was soll ich denn sagen? Ja, Kevin. Ich kann nicht immer hier eine Antwort parat haben. Warum nicht? Ich dachte, du bist Mr. Antwort. Mr. Antwort. Oh, der ist jetzt nicht kaputt. Und da wir die Attacke abgewehrt haben, tut ihm das jetzt auch nicht mehr weh. Diesmal gibt es keinen Rückstoß. Und es kommt Cleopatra. Miau. Ist das jetzt schon die Szene, wo wir dieses Scheißteil fangen oder fliegt's noch weg? Nee, Endfängt. Endfängt? Wir fangen uns das erst genau vor dem Kampf. Ich gerne. Ach ja, stimmt. Da schreit's uns so an, ne? Also, wuah. Ja, selber. Ja, selber. Und dann kommt die Stimme vom Schwarzer so, wie? Wuah. Da denkst du, wie du bist, hm? Nur weil du hier aus dem Stein auferstanden bist, hm? Ich bin aus dem Ei geschlüpft, ist genau das gleiche. Gee. Schnatter. Also wir hatten insgesamt 6 Pokémon. Von daher, sie tatsächlich wäre unser Potti nicht tot, eins mehr gehabt als wir. Kaputt. Kaputt, hab ich gesagt. Das ging schnell. Dü-dü-dü-dü-dü. She doesn't mind. Oh, she doesn't mind. Ja. Oh, she doesn't mind. So. Entschuldigung. Noch einer? Nee, das war's, ne? Wir gehen jetzt erstmal vor Schreck zurück. Ja, ich geh da mal. Den einen würde ich jetzt aus Prinzip die Schlucht runterstoßen. Warte. Möchtest du ihn nicht vorlesen? Ja! Aber er möchte auch nicht kämpfen, das sieht er gar nicht ein. Nee, ich bin ein Weiser, ich kämpfe nicht. Hier fällt der Turm schon ein bisschen auseinander und jetzt, glaube ich, sehen wir in Action, oder? Mhm. Jo. Das ist aber auch hier schön gemacht mit der Sequenz. Ich glaube, das ist Reshiram, ne? Ist das so? Keine Ahnung, wie die Teile heißen. Das zweite heißt auf jeden Fall Sekrom. Soviel zum Thema, ich weiß nicht, wie die heißen. Guck mal, es atmet. Oh mein Gott! Nun, Ocean? Was sagst du zu der erhabenen Gestalt des legendären Pokémon? Es ist erschienen, um an der Seite des Helden zu kämpfen, der uns den Weg in eine neue Welt zeigen wird. Ich breche jetzt mit Reshiram auf zur Pokémon-Liga und bezwinge den Champ. Dies wird das Ende der Pokémon-Kämpfe unter Knechtschaft besiegeln. Endlich werden die Pokémon wieder in Freiheit auf der Welt leben können. Ja, das haut's ab, ja, guck mal doof. Falls du uns aufhalten willst, musst du auch zum Helden werden, denn nur wenn dich Sekrom, Reshirams Gegenpol, anerkennt, bist du mir ebenbürtig. Nur dann wirst du mich aufhalten können. Was wirst du jetzt tun? Ich spüre, dass du Sekrom begegnen wirst. Du hast das Vertrauen in des Pokémon-Teams. Bist du die Unbekannte in der Gleichung auf dem Weg in eine neue Welt? Willst du das Band zwischen den Pokémon und Menschen wahren, so finde Sekrom. Sekrom wartet bestimmt schon auf dich in der Gestalt des Dunkelsteines. Na, er wurde doch nicht vergessen. Nee. Wo sind die hin? Moment, ich dachte, die waren vor uns. Na egal. Wir haben die doch stehen gelassen, die haben noch gekämpft. Ah, ja, stimmt. Uschi hat's. Er gerade weggeflogen ist, war das nicht... Was? Oh, Kuckuck!
Aber wieso? Das war eben Enno, oder nicht? Wieso ist das legendäre Pokémon an seiner Seite? Soll das heißen, er ist wirklich der Held? Und wie war das noch? Du sollst jetzt das andere legendäre Pokémon finden? Die haben uns belauscht, die standen noch in der Ecke. So, was sagt ihr? Genau. Genau, wieder Ruhe. Gehen wir erstmal zurück. Wir sollen jetzt gar nicht versuchen, alles zu verstehen. Ich denke jetzt, schön singt er. Nichts überlegen, was jetzt nichts ist. Blauer Power Ranger. Nicht zu fassen. Das legendäre Drachen-Pokémon, Ausrufezeichen. Auferstanden in unserer Zeit. Dieser Typ namens N. Es sieht so aus, als habe der Anführer von Team Plasma das Pokémon aus der Legende auferstehen lassen. Und bevor er damit weggeflogen ist, hat er Uschi jetzt noch aufgetragen, das andere legendäre Pokémon zu finden. Was? Es gibt zwei legendäre Drachen-Pokémon? Ganz recht. Ausrufezeichen. Oh, wer denn gelesen? Ich? Ja. Nee, ich. Du? Nee, du. Nee, ich. Okay. Keine Ahnung. Lies einfach easy. Lauer, lange nicht mehr gesehen. Wie ist es dir denn so ergangen? Keine Zeit für Höflichkeiten, du Spast. Genau, du warst das. Ja, ich. Genau. Diese gigantische Feuersäule, die vom Turm ausging. Boah. Geil, ne? Ein Pokémon, das stark genug ist, die Welt zu vernichten. Und der Mann, dem es gehorcht, befiehlt allen, die Pokémon aufzugeben. Junge, stell dir das mal vor in deinem krassen Kopf. Furcht und Schrecken oder Verehrung und Anbetung. Wie dem auch sei, die Welt könnte sich jetzt wirklich wandeln, Alter. Zu einer Welt, in der wir bald nicht mehr Seite an Seite mit Pokémon leben. Kannst du dir das vorstellen, Junge? Du hast recht. Und der Antwort Team Plasma hat Reshiram wieder erweckt und uns aufgetragen, auch das andere legendäre Pokémon Zekrom zu finden. Die Legende besagt, dass Reshiram Feuer gespien und zusammen mit dem zweiten Drache-Pokémon das alte Einal im Nu vollends verwüstet hat, Alter, okay? Und obwohl Enders weiß, will er die beiden wieder vereinen? What the fuck? Was? Aber es ist doch total gefährlich, Antischarks-Pokémon wieder zu erwecken. Du bist ein echt liebes Mädchen, du Gör, ey. Aber keiner weiß, ob man es mit anderen Pokémon aufhalten kann. Schließlich ist es ein legendäres Pokémon. Ich tue zwar ungern, was dieser N sagt, aber den Drachen, den Stein zu suchen, ist keine schlechte Idee, Mann. Kaum auszudenken, was passiert, wenn N ihn zuerst findet. Okay, ich bin weit gereist und vermute mal, dass wir im alten Palast finden. Los, ihr Spaten, gehen wir. Gut, verstanden. Ich überlasse es euch. Ich werde mich im Inneren des Turms umsehen. Hoffentlich finde ich etwas. Ich werde dich begleiten. Ja. Ich glaube, ich verstehe. Stärke ist jetzt in diesem Moment, etwas für die Pokémon tun zu können, überhaupt etwas für irgendjemand tun zu können. Und meine Stärke verdanke ich den Pokémon. Los, Champ, gehen wir. Ja, lasst mich wieder allein. Ich hast es gecheckt. Und nicht die schon wieder. Uschiherz, ich bin verkackter. Ich bin irgendwie ganz durcheinander. Uschiherz, du gehst doch jetzt in meinen Palast, oder? Nimm gute 4. Bist du im Wüstenresort? Kommst du? Ganz am Ende liegt der Palast. Super. Hab ich Ahnung, yo. Yo, Bro. Na, ich flieg da kurz nochmal hin. Kann man denn direkt zum Wüstenresort? Ich glaube, nein. Doch, geht. Siehst du? Geht. Ich renne da jetzt auch noch hin, da kenne ich nichts. Ja, wir wurden stehen gelassen von unserem Pokémon gerade. Nee, ich nehme mich nicht mit. Nee, ich hab vergessen. Pixar. Nee, bin ich. Ach okay, das ist jetzt diese Story-Sequenz, wo wir jetzt halt schon wieder gegen Team Plasma ran müssen. Die warten okay. Im alten Palast ja wieder auf uns. Das ist ja typisch Pokémon. Es gibt ja ein Teil, da ist wirklich ein langes Stück Story. Hm? Ich meine, jetzt stellt sich da auch heraus, dass wir den Stein da nicht finden, sondern der ist doch in der zweiten Arena. Wer ist in der zweiten Arena? Ich meine, der Stein. Das ist dieser alte Geröllklumpen, von dem wir am Anfang gesagt haben, dass der nichts wert ist. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich muss fahren. Ach, du schon. Nicht so ein Teil, ey. Voll aggressiv. So ein Scheiß-Teil, Motherfucker. Ein Sandsturm-Kompau. Oh mein Gott. Ja, ich... Oh,
Setz mal hier Dingen ein. Schutz, sonst sind wir noch Ewigkeiten unterwegs. Ja. Aber erstmal versinkt sie im Treibsand. Ach, das ist doch ätzend. Ich setz Schutz ein, glaube ich. Ja, ach nö. War natürlich meine Idee. Absolut. Ach, come on. Ach, come on. So, und dann mal kurz S drücken. Beutel. Topschutz einsetzen. Ich glaube, dann werden wir auch schneller, wenn wir ohne Fahrrad unterwegs sind. Aber ist mir egal. Können die nichts. Geh weg. Ich möchte mal kurz hier weg. Ja, da sind wir ohne Fahrrad. Deutlich schneller unterwegs. Und da sind wir auch schon. Ich gehe natürlich noch rein. Natürlich. Och nö. Nicht der schon wieder. Stopp, Oschiherz. Kein Schritt weiter. Das dort ist der Eingang zum alten Palast. Du bist wirklich unglaublich, Oschiherz. Du hast es tatsächlich noch vor mir bisher her geschafft. Die Kämpfe gegen den Pokémon hier im Wüstenresort haben mehr Zeit und Mühe gekostet, als ich erwartet hatte. Ich verdanke es meinem Pokémon, dass ich es bisher geschafft habe. Lauro ist schon vorgegangen. Los, lass uns keine Zeit verlieren. Lauro hat ihn erstmal so stehen lassen. Du machst das schon, yo. Alter. Oh, ja. Ich habe vergessen, dass man hier nicht rennen darf. Richtig. Ich meine, ich wusste natürlich, dass man hier rennen darf. Hä? Verstehe. Rennen darf, hä? Ja, nochmal runtergehen. Hab ich hier? Nee, hab ich nicht vergessen. Dachte schon. Denn nur wenn man rennt, wird man verschüttet. Verschüttet? Ja, ich glaube, hier machen wir ganz kurz Päuschen. Definitiv. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Sehen uns beim nächsten Mal. Arrivederci. Adios.